Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, hier ist euer Xabatchen. Wir spielen wieder eine Runde 7 Days to Die. Ich hoffe, dass wir 7 Days to Die heute noch spielen. Das ist jetzt der vierte Versuch, das aufzunehmen. Die letzten drei Male ist das Spiel einfach gefriest und der Computer abgestürzt. Also komplett eingefroren, ich musste Hard-Taste drücken, weil gar nichts mehr ging. 7 Days to Die läuft aktuell in diesem Standbild jetzt auf 58% GPU-Leistung. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an OBS liegt oder an 7 Days to Die. Auf jeden Fall, jetzt ist es ja schon 3 Minuten vor Blutmond. Tag 18 war das letzte Mal. Ich versuch's trotzdem. Ich bin noch ein bisschen verkatert von gestern. Ich hoffe, meine Stimme ist nicht allzu krass. Von Tag 18 bis 21 jetzt hier habe ich im Grunde genommen nichts anderes getan, als in dieser Basis zu sein und Blöcke zu klopfen und Löcher zu graben. Ich habe hier alle Steine weggerupft, die hier lagen, also alles, was hier war, damit die Beete hier erweitert werden können. Ich habe hier diese Wand rausgerissen, ich habe hier hinten diese Wand rausgerissen, das ist alles weg, es waren alles 5000er Blöcke. Ich habe das komplette Außengartenbereich-Ding weggerissen, vollständig weg. Innen drin alles rausgerissen und die Pilzfarm aufgebaut. Hier oben die ganzen 5000er Blöcke. Hab hier quasi ein Loch gebaut für den Aufstieg hoch und runter, ist aber noch nicht fertig. Und dann habe ich, ich drücke jetzt mal die Taste. Ich hoffe, es stürzt jetzt nicht wieder ab. Und dann habe ich hier diese Wand weggerissen, die hier war. Das war ja quasi diese Wand. Ging ja hier noch weiter bis hier ans Gebäude ran. Die habe ich weggerissen, damit niemand an die Wand kommt und sich einfach durch die Außenwand hämmert, um hier hochzukommen. Habe ich weggerissen. Das heißt, die Zombies müssen jetzt alle... Es ruckelt schon wieder übelst. Naja, auf jeden Fall, der Blutmond geht jetzt los.
Yeah.